hallo, ich bin Mickey Maus. Schön, dich zu treffen. Oh je, ich hatte gehofft, heute die Autogramme von meinen Freunden zu bekommen. Aber ich war so beschäftigt mit der Bürgermeisterwahl von Toontown, dass ich keine Zeit hatte. Hey, könntest du Donald fragen, ob er für mich dieses Buch unterschreibt? Das wäre echt nett. Bis dann. Danke, dass du mir Donalds Autogramm besorgt hast. Ach komm, du weißt genau, dass Mickey dir ein Autogramm gibt. Hey, falls ihr Pluto seht, sagt ihm doch bitte, dass ich ihn suche. Wie viel Magie wir haben. Und was passiert, wenn er ganz oben ist? Kein Schimmer! Aber ich will hier sein, wenn es soweit ist. Hallo? Hallo, Leute! Wow! Du hast Donalds Autogramm! Vielen Dank! Dieses Autogrammbuch ist eigentlich gar nicht für mich. Es ist für Goofy. Er hätte so gern eine Autogrammsammlung und ich dachte, es wäre nett, ihm bei den ersten Schritten zu helfen. Könntest du ihm das Buch bringen? Bis dann! Und danke, dass du Goofy das Buch gegeben hast. No need to thank you guys. Smiles are thanks. This place is awesome. Ah, gut, du bist zurück. Hallöchen, Sportsfreund. Ich bin Goofy. Wir kennen uns wohl noch nicht. Wow, Donald hat unterschrieben. Oh, danke. Bis später, altes Haus. Lerne alle meine Freunde in Toontown kennen. Vielleicht übe ich später meine Zaubertricks. Have you seen the parade before? I just want to give Winnie the Pooh the biggest.
Ich habe ein Geschenk für dich. Eine eigene magische Kamera. Wenn du willst, kannst du mal ein Foto von mir machen. Hier, ich posiere und du kannst mich knipsen, okay? Und nicht das Feuerwerk heute Abend vergessen. Das wird sicher ein Knaller. Falte meine Füße. Es ist Magie. Hurra! Großartig! Hallo Leute! Schön, euch zu sehen! Gut, mach mich einfach nach. Fertig? Lächeln! Gut so. In 0, nichts bist du ein Kameraprofi. Das ist ein Foto fürs Album. Ich habe dir für den Anfang ein paar. Sag mal, könntest du mir noch mal helfen? Ich mache ein Fotoalbum für Minnie, aber ich brauche noch Bilder von Goofy und Donald. Könntest du Goofy für mich suchen und fotografieren? Vielen Dank! Bis dann! Und danke, dass du Goofy für mich fotografiert hast. Hast du vergessen, was du sagen wolltest? Hallo nochmal. Hey, du bekommst einen Zauberstab von Cinderella. Es ist schön, dass du hier bist. Bet you're glad we got here early now, huh? Don't worry, we're coming back tomorrow. Oh, ich posiere gern für ein Foto. Tu einfach das, was ich tue. Und immer schön lächeln. Donald hat seine Mütze auf dem Matterhorn verloren. Und ohne seinen Glückshut macht er keine Fotos. Wenn du ein Foto von ihm willst, musst du die Mütze finden. Und zwar schnell. Viel Glück! Niemand findet Sachen so gut wie du. Schneemann. Das ist witzig. Ich hoffe, ihr habt heute einen super leckeren Tag. Buch raus für Pluto. I think I read this right. Walt is his favorite. Catch me if you can. Yeah!
werden. So this is what it was like to my dad. Honey, you've got to go on. Looks like you still need to get food out of me. I think I'm ready. Come on, come on, come on. Slow down, kid. You gotta stay to the spirit. Oh, hey, wenn du einen versteckten Mickey siehst, hol die Kamera raus. Ich hoffe, du genießt den Tag. Der Sonnenschein ist sehr angenehm. Meine Güte! Halte mich und wirf mich weg! Ha, siehst du das? Willst du es herausfinden? Worauf wartest du? Ja, tut mir leid. Na, bist du bereit für die Piste? Gut festhalten. Dieser Wind hat es wirklich in sich. Achtung, Felsen! Und mach einen Bogen nach rechts und links. Immer rechts halten. Es gibt Dinge auf diesem Berg, denen du nicht begegnen willst. Siehst du? Kinderleicht.
Ja. Oh. Da hatte ich dich wohl kurz verloren, was? Wir müssen auf die Kiste. Mir geht es gut. Fahr nur weiter. Wetter. Kannst du aber Bob fahren? Donnerwetter. Ich bin mir sicher, dass Donalds Mütze hier irgendwo auf dem Berg ist. Wir müssen sie nur finden. Wow, keine Angst, ich finde dich wieder! Dort, da ist sie, Donalds Mütze. Versuch sie dir zu schnappen. Geschafft! Oh Mann, Donald wird sich sicher freuen. Danke. Vorsicht, krach nicht in die Eiszapfen. Zeig ihnen! Hui! Wo kommen die denn alle her? Bewirf sie weiter mit Schneebällen! Wer hätte das gedacht? Dieses werden nicht gern was? Wirf weiter! Klasse, du kannst es! Donnerwetter!
Donnerwetter, da hatte ich die Kultur verloren, was? Donnerwetter, echt still hier. Ich hoffe, hier sind keine... Sie haben mich! Schnell! Mach, dass du wegkommst! Hey! Hilfe! Hierher! Der Yeti hat mich erwischt! Gib nicht auf! Du kriegst dich schon noch! Getroffen! Nein!
Lass mich runter! Super! Und gleich nochmal! Super! Und gleich nochmal! Super! Und gleich nochmal! Gib nicht auf! Du kriegst die schon noch! Getroffen! Du, du... Ja. Danke. Ja, das war echt meine Rettung. Ich habe eine Idee. Bastle dir ein paar Ski. Schnell! Fahren wir los! Immer mir nach! Schneemänner! Ja. Wow! Welchen Weg nehmen wir? Die sind jetzt matt. Vorsicht! Dunkelfische haben es in sich. Du bist das Bestenass! Der hast du's aber gegeben! Das war knapp. Oh oh, los voraus. Sieht aus, als müssten wir springen. Schon mal schön gefahren. Verdrisse! Wir müssen rüberspringen! Donnerwetter! Du bist ein Naturtalent!
Matterhorn. Soon be arriving on a mellow lace down the icy slopes of the Matterhorn. Before boarding, please study the seating diagram just above you. Once in a bobsled, please stow glasses, cameras, and any other loose items in a secure spot. Then, tut mir leid, dich aufzuhalten, aber ich habe so viele Fragen. Guter alter Goofy, er gibt jetzt sicher ein Autogramm. Warum habe ich das Gefühl, dass alle ohne mich irgendwo hingehen? Wow, ich bin wow, du gefälltest hier wohl. Meine Mutter, ich weiß, dass du sitzt. Okay, Zeit für ein Foto mit meiner Lieblingsmütze. Du wartest, kann beginnen. Donald! Du bist ein Naturtalent! Tolles Foto! Es sieht sogar aus wie der Bürgermeister! Oh yeah. Das Bild ist für Mickey bestimmt! Aber ist mein Gegner! Oh, na gut, du kannst es ihm geben. Tschüss, tschüss, Mickey von mir. Okay, Stufe 3. Oh Junge, du hast für mich echt alles gegeben. Das Fotoalbum ist vollständig. Was für eine tolle Überraschung für Minnie. Oh, weißt du was? Ich habe eine Idee. Weil du mir so viel geholfen hast, möchte ich, dass du Minnie das Album gibst. Da wäre die Überraschung noch größer. Tschüss und denk doch bitte an Minnies Fotoalbum. Sonnigen Tag ist es hier am... Hallo allerseits! Ich hoffe, ihr amüsiert euch! Hallo, ich heiße Minnie Maus und ich freue mich, dich kennenzulernen. Oh, das ist für mich! Wie lieb! Und du hast Mickey geholfen, nicht wahr? Oh, ich habe auch eine Kleinigkeit für dich. Ist ein Kuss für unterwegs. Ich sehe mir so gern die Leute an. Bis zum nächsten Mal! Wow, ein echtes
Heute sehen hier Abenteuer lustig aus. Sie lieben sicher Jungle Cruise. Du findest mich auf der Main Street vor den Schaufenstern. Ich frage mich, ob der Prinz im Schloss ist. Es ist herrlich hier oben. Hallo, ich bin Ariel. Wie schön, einen so netten jungen Mann zu treffen. Ist das nicht toll hier? Oh, es gibt hier so viele Dinge, die wir unten im Meer nicht haben. Könntest du mir helfen, ein paar Dingelhopper zu finden? Ich hätte gern mehr von ihnen in meiner Sammlung. Wenn du welche siehst, bring sie mir, bitte. Tschüss! Und denk daran, such Dingelhopper! Ach, wenn der Märchenprinz einen gläsernen Kartoffel finden kann, finden wir dies! Halte die Augen auf! Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas sehe! Hab dich! Hey, du bekommst einen Zauberstab von Cinderella! Hab dich! Hurra! Wir haben alle gefunden! Jetzt bringen wir sie zurück und sehen, was passiert! In It's a Small World. Tut mir leid, dich aufzuhacken. Das sind aber viele Dingelhopper. Jetzt kann ich sogar Skuttle ein paar abgeben. Oh, vielen Dank. Bis bald. Was für ein schöner Tag für einen Besuch. Der Sonnenschein ist sehr angenehm. Wie geht's, junger Mann? Bitte nenn mich Alice. Oh je, ich bin in Schwierigkeiten an diesem merkwürdigen Ort. Ich habe meine Lieblingsschleife verloren. Die ich gerade trage, ist nett, aber ich hätte lieber die andere zurück. Ob du mir wohl helfen könntest, sie zu finden? Das machst du? Oh, danke! Ich habe sie vielleicht bei der Teeparty verloren. Wenn ja, müsste der Hutmacher Bescheid wissen. Warum sprichst du nicht einmal mit ihm? Vergiss meine Schleife nicht! Alice in Wonderland! Nichts wie hin! Hier drüben! Bitte! Halt! Sage ich! Wir haben so viel zu besprechen. Erfreut, dich zu treffen. Ich bin der Hutmacher.
Eine Schleife? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du meinst. Es sei denn, du sprichst von einer Nussschleife als Teegebäck. So etwas Albernes, ich sage dir. All die Fotos aus meinem Album sind aufgestanden und weggerannt. Und natürlich kannst nur du alleine sie finden. Ja, ja, das machst du und dann werde ich in Ruhe über diese Schleife nachdenken. Und jetzt lauf! Möchtest du vielleicht ein bisschen Kuchen mit Essiggurke haben? Angemessene Entchen schwimmen auf dem Tee. Oh, hey, wenn du ein Verstand. Teestunde! Saubere Tasse! Nur zu, nur zu! Oh, hey, wenn du einen versteckten Mickey siehst, hol die Kamera raus. Alle meine Entchen schwimmen auf dem Tee. Das Schloss, das ist einer Königin gebührt. Du hast all meine Bilder gefunden. Meine Güte, wie soll ich dir danken? Sag's mir, ja? Natürlich habe ich über diese Schleife, die du suchst, nachgedacht. Ich weiß, welche du meinst. Ich glaube, ich habe sie bei der Teeparty gesehen. Ich bin mir sicher, ziemlich sicher. Es ist immer die richtige Zeit für Tee. Was für ein Gehetze! Hat denn niemand Zeit für eine Teepause? Worauf wartest du noch? Winke, winke, winke! Bei meinen Barthaaren. Ich komme zu spät. Zu spät. Zu spät. Nicht trödeln. Wir kommen zu spät. Oh, oh weh, oh Vorsicht, gib Acht auf die Möbel! So, fall doch etwas schneller!
sowas, nein. Und es heißt, ich sei nicht ganz da. Ach, sowas, nein. Übrigens, wenn du es unbedingt wissen willst, er ist Dala. Beeil dich, trödle nicht herum. Beeil dich, hier entlang. E-I-U-O. Hallo. Na, war das nicht gut? Du hast offenbar alles richtiglich gemacht. Aber eines musst du mir erklären. Was genauerlich wolltest du denn? Oh. Kein Grund, gleich davon zu fliegen. Überaus seltsam. Wer bist du? Statistisch gesehen ist 2:10 die beste Zeit für den Nachmittagstee. Wahrscheinlicher wird diese Berechnung, wenn man Kuchen und Sahne weglässt. Findest du nicht? Butter
Und mit Senf und Marmelade, bitte sehr. Wie unhöflich. Wie überaus unhöflich. Ist es schon Herbst? Oh, meine Güte. Du hast mir Konfetti zum Nicht-Geburtstag mitgebracht. Konfetti? So ein Unfug. Das kommt vom Baum. Es ist nur Laub. Urlaub? Wie? Wer macht Urlaub? Hey, du! Weg da! Verschwinde! Kusch! Also, euch beiden sollte man wirklich mal Manieren beibringen. Kann er nicht zum Tee bleiben? Oh, wir wollen mal nicht so sein. Natürlich kann er zum Tanz bleiben. Was für eine prächtige Idee. Fertig? Mach's wie wir. Du willst doch Kuchen. Komm, komm. Zeit für ein Tänzchen. Gut gemacht. Einfach fantastisch. Noch ein Triumph. Zeit? Die kenne ich nicht. Hat sie eine Schwester namens Uhr? Oh je, oh weh, keine Zeit für Tee. Dafür schlägt sie mir den Kopf ab. Ruhig, nicht so aufgeregt. Was in aller Welt ist mit den Teekannen los? Keine Zeit für Abschiede. Hallo, zu spät, zu spät, zu spät. Ziemlich neblig, was? Das perfekte Teewetter, wie ich finde. Du kommst doch wieder, ja?
perfektesten Teeparty. Und ich habe nicht nur... Du hast meine Schleife gefunden? Oh, danke. Jetzt musst du dem Hutmacher aber erzählen, wie dankbar ich bin. Vergiss bitte nicht, dem Hutmacher von mir zu danken. Hallo da drüben. Just coming. Hier drüben. Oh, was für ein Wirrwarr. Nein, wir haben keine Zeit, dass du mir wegen dieser Schleife dankst. Wir haben es hier mit einem viel schlimmeren Problem zu tun. Meine Lieblingsteekanne ist verschwunden. Du musst sie mir bringen. Sie muss hier irgendwo sein. Oh, oh, und die Teetassen. Vergiss die Teetassen nicht. Mehr Tassen, mehr Tassen. Wir brauchen mehr Tassen.